Fingerschnipfern mir genügt. Und ich renn los, besorg die Kronjuwelen. Ich lande mit nem Fallschirm vor deinem Haus. Ich habe heute früh beim Kaffeetrinken gehört, heute ist hier ein besonderes Konzert, angerufen und es hat geklappt, ich war im Studio. Und dann habe ich meine Geschichte erzählt und dann wurde gesagt, ja, Sie haben 2 Karten gewonnen. Und nun bin ich hier. Du hast mir gerade noch gefehlt zum Glück. Oh, du hast mir gerade noch gefehlt zum Glück. Ja, ein bisschen aufgeregt waren wir heute früh schon, ja. Und als mein Mann angerufen wurde von Antenne, waren wir natürlich sehr aufgeregt, dass wir überhaupt herfahren dürfen. Also wir freuen uns schon 2-3 Tage drauf. Was soll ich dir noch sagen? Du verstehst mich ohnehin. Du kommst immer gerade von da, wohin ich gerade gehe. Heute Morgen um 2 Uhr aufgestanden und um 3 Uhr bin ich zur Arbeit gefahren. Und dann habe ich mir auf den Mittag eine Stunde hingelegt. Dann bin ich mit meinen Neffen hierher gefahren und jetzt und morgen habe ich aber extra die Schicht getauscht und jetzt ist nur Freude pur, also wirklich. Und ihr, oh, du hast mir wenn ich spiele, dann spiele ich und dann bin ich in den Stücken drin. Auch in der Zeit, in der sie geschrieben worden sind. Und das ist, das hat weniger was mit dem Datum zu tun, obwohl wir natürlich heute den ganzen Tag schon über dieses Datum reden. Ich höre Purple Schulz sehr gerne und habe ihn damals vor 20 Jahren besonders intensiv gehört, weil er im Titel hatte wie zum Beispiel Sehnsucht, die, was damals in der DDR viel gehört wurde, zumindest von Freunden von mir, weil wir immer damit irgendwo verbunden haben, ja, eine bestimmte Sehnsucht, vielleicht auch auszubrechen aus dem ganzen Leben, wo wir damals waren. Bis da oben! Keiner mehr. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin nur weg. Ganz weit weg. Ich will fort. Ganz weit fort. Erinnerungen an die Musik, die man halt, an der man sich festgehalten hat, solange wie man eben hinter dieser Mauer war, die ist da, die wird immer bleiben und die nimmt man auch mit, egal wohin. Und die kommt natürlich, die Stimmung kommt immer wieder hoch, wenn man so eine Musik hört. Ich laufe allein durch diese Stadt, finde keinen, der mich kennt. Du liegst irgendwo in dir. Ich komme ja aus einem langen Wochenende mit vielen Konzerten und war heute früh irgendwie ganz schön erschossen und habe mich daran erinnert, dass ich vor 20 Jahren an diesem Tag genauso erschossen war. Wir waren damals auf Tour mit einem Orchester, mit der Hallischen Philharmonie, mit mehreren Kollegen. Dirk Michaelis war mit dabei, Dirk Zöllner und so. Und wir haben die beiden letzten Konzerte, also heute quasi vor 20 Jahren und morgen vor 20 Jahren, haben wir im Palast der Republik gespielt. Dass es nun keinen Ort mehr gibt, wo ich Wärme finden kann. Das eigentlich aber großartig war am nächsten Tag, am 10. Wir haben gedacht, da kommt ja keiner, die sind alle im Westen. Nee, der Palast der Republik, der große Saal war voll. Und dann hatte irgendeiner die Idee zu sagen, lasst uns die Nationalhymne nicht spielen, wie es bis dahin ja nur ging, sondern lasst mal gucken, ob wir die gesungen kriegen. Und das Orchester konnte natürlich die Nationalhymne spielen, das ist natürlich klar. Und spielte die ersten Takte und dann standen die Leute auf und fingen an, also ihre eigene Hymne zu singen, die sie ja viele Jahrzehnte lang nicht singen durften, wegen der Textzeile Deutschland, einig Vaterland.
Und das war, also die Leute hatten Tränen in den Augen, das war also einer der erhebendsten Augenblicke für mich überhaupt in meinem Leben. Und an sowas erinnert man sich natürlich auch noch 20 Jahre danach, klar. Finde irgendeine Bar, doch mich selber finde ich nicht. War super, es war toll. Sternkommen Meißen, also ich kenne sie noch unter Sternkommen Meißen, war ganz toll. Wir sind vom Fanclub Autostop von Karussell und freuen uns ganz besonders auf das heutige Event, unsere alten Karusseller wiederzutreffen und gemeinsam die alten Lieder zu singen und vor allen Dingen auch neue Freunde und alte Freunde vor allen Dingen wiederzusehen. Zum Schluss war ja Dirk Michaelis noch da, der die Sache noch ein bisschen auf den Höhepunkt gebracht hat, weil der ja so dieses Lied bekannt gemacht hat und zu Ostzeit natürlich für uns der Song war von Karussell und es war einfach wunderschön. Als ich fortging, war die Straße steil, kehr wieder um. Nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Das war eine sehr kurzfristige Idee und die fand ich sehr großartig. Und ich konnte mir schon vorstellen, dass das erlesene Publikum damit natürlich nicht rechnet. Und hat man ja auch gemerkt, da gab es doch einige Überraschungen, das war schön. Als ich fortging, war die Arme leer, kehr wieder, mach sie leichter. Wir waren etwas aufgeregt, aber es war ein schönes Publikum, viel Resonanz, gute Stimmung, also für uns war es ganz top. Nichts ist unendlich, so sieh das doch an, ich weiß, du willst unendlich sein. Schwach und klein, Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt. Kenn ja selber, was dir heute wieder fehlt. Es ist einfach ein sehr, sehr schöner Abend gewesen. Ich danke Antenne Brandenburg, dass wir hier dabei sein konnten. Weil das ist ein einmaliges Erlebnis gewesen. Das wird sehr, sehr lange nachklingen. Vielen herzlichen Dank euch allen. Vielen herzlichen Dank, Karussell.